Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Part 4 von Die Sims 4 Geheimnisse im Schnee. Die kleine Lilly ist ja im letzten Part älter geworden und hat jetzt gerade in die Windel gemacht und hat jetzt den ersten Windelplatzer freigeschalten. Das muss ja passieren. Lilly hat ihre ersten Windelplatzer. Hoffentlich hält die Windel beim nächsten Mal. Na, das ist doch toll. Dann würde ich sagen, Mami, dir geht's eh gut. Mitten in der Nacht, steh mal auf und Windel von Lilly wechseln. Geh deine Tochter die Windel wechseln und dann im Schaum baden. Was fehlt ihr sonst noch so? Sie hat Hunger. Das machen wir danach. Danach kannst du sie stillen. Haben wir? Ja doch, wir haben einen Hochstuhl, aber da ist sie, glaube ich, noch nicht so weit. So, auf geht's. Hä? Du sollst... Okay, dann tu Lilly im Schaum baden. Nein, du tust Lilly im Schaum... Dann bat sie wenigstens im Schaum. Guck mal, wie schmutzig die kleine Mausi ist. Ich will wieder hoch. Oh. Hä, wieso geht sie da nicht hin? Lilly im Schaum baden. Ah, oh, sie hat die Windel schon gewechselt. Hä? Kann sie... Ah, vielleicht kann sie da nicht dran wegen dem... Ups. Wegen dem Wickeltisch. Oder? Wenn wir den dahin machen. Und das Töpfchen hier hin. Und sagen, wir machen den Wickeltisch da drüben hin. So. Können wir jetzt Lilly im Schaum baden? Weil ich meine, jetzt ist hier ja frei. Und jetzt. Dann war das einfach zu nah aneinander. Zöpfchen können wir theoretisch auch hier hinstellen. So, jetzt tust du sie mal bitte wickeln. Baden. Blubberbad! Blubberbad! Schimmernde, hübsche Blasen. Oh. Und sie platzen. Und danach tust du deine kleine Mausi mal bitte mit ihr Kuckuck spielen. Oder nee, zuerst tust du sie stillen. Sie hat nicht sicher Hunger. Füttern. Stillen. Und dann machst du mal das Kuckuck. Kuckuck spielen. Nee, okay. Da ist die Kleine nachher auch gleich wieder müde. Möchtest du einen Sim einladen? Können wir gerne machen. Wir können ja diesen Ben, hieß er, der praktisch von einem zweiten Kind der Vater ist, einladen. Wir haben ja das letzte Mal auch einen Sim kennengelernt, der potenziell vielleicht der nächste Mann ist, weil sie wünscht sich ja schon wieder eine Beziehung einzugehen. Mal. Ja. Okay, und sie sind auch nicht stark kompatibel, weil ich habe auch überlegt, dass die Sim, die halt so hier gut zusammenpassen, kann dieses Wort einfach nicht aussprechen, dass die keine Liebesbeziehung zueinander haben dürfen. Ist sie noch immer schmutzig? Ja, tatsächlich. Jetzt hat sie gleich wieder Riesenhunger. Das heißt, brauch Hilfe. Hm, weiß ich nicht. Ah, ich liebe dieses Pack mit den Babys, Säuglinge, also diese Säuglingerweiterung. Ich bin ein Riesenfan von dem Ganzen.
Meilenstein, erster Schaumbad. Überall Blasen. Lilly hat einen Riesenspaß in ihrem ersten Schaumbad. Wie aus dem Ei gepellt. Es gibt doch nichts Schöneres als eine saubere, glückliche Lilly nach ihrem ersten Bad. Du sollst sie stillen. Da war einer auf dem Klo. Tust du die kleine Mausi jetzt stillen? Ja, sehr gut. Und danach können wir vielleicht die Kleine nochmal Baby-Ding machen. Warte mal. Babypflege. Nein. Wo ist denn das? Ein Nickerchen. Wir machen Lilly mal ein Nickerchen machen lassen. Ich weiß nicht, was das genau ist. Ob die dann auf ihr Nickerchen macht. Oh, sie hat irgendwas mit der Mami. Ja. Fasziniert. Lilly lächelt und kichert ständig und kann nicht aufhören, wenn Luna in der Nähe ist. Oh! Was für ein Glück, ein neues Baby. Ich habe ja auch überlegt, da gibt es ja auch dieses Wissenschaftsbaby. Das würde ich gerne ausprobieren. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Hier, Wissenschaftsbaby bekommen. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren, was das bedeutet. Ah, ist das Nickerchen, Mom? Das ist ja süß. Ach, das ist ja eine süße Interaktion. Guck, und da steigt es viel höher, weil sie das ja viel schöner findet. Ist das süß? Ich meine, das ist mal ein bisschen schneller. Aber das ist doch süß. Oh, ich lieb's. Kleine, kleine Lillimaus, schlafe gut und schlafe schön. Was ist denn hier schon wieder Schmutziges? Oh, da ist eine Windel. Also, es geht erst, wenn sie von allein wieder aufwacht. Ach, wachsende. Aber das kann ich mir halt voll auch vorstellen, dass sie mal so ein Wissenschaftler-Baby bekommt, weil ich wissen möchte, was das ist. So, ist die kleine Mausi jetzt wieder wach. So, was kann man hier machen? Wohin geht sie jetzt? Na, kann die kleine Maus hier schon was machen? Spielzeug ansehen. Und sie? Ja, dann soll die kleine Maus sich da ein bisschen beschäftigen. Du gehst mal deine Bedürfnisse befriedigen. Kochst dir ein schönes Frühstück. Rührei mit Speck. Und räumst dann auf. Hand nach etwas ausstrecken. Mit Spielzeug spielen. Was ist denn das? Lilly hat begonnen, ihre kleinen Ärmchen nach Objekten in der Nähe auszustrecken, dass sie jetzt um Spielsachen bitten und mit Spielzeug auf der Spielmatte spielen kann. Kann sie den geschickten Einsatz ihrer Finger perfektionieren? Oh, Lilly kann zwar noch nicht sprechen, aber Gurlaute sind ein großer Schritt auf dem Gebiet der verbalen Kommunikation. Sims oder Stofftier in Kontakt aufnehmen. Kann sie auch mit Taco anlächeln? Taco angurren. Nach Taco schlafen. Ah, ne, neben Taco schlafen. Mami kocht sich was. Mami war jetzt natürlich nicht auf dem Klo.
Mein ganzer Stolz. Oh. Kitako geht. In dem Fall war es das dann. Ah. Spielzeug ansehen und in Jaja gehen. Für ein mit Speck essen. Wirbelwabbel. Wirbelwabbel. Lies absolut begeistert von dem Hängespielzeug. Du könntest ja dann mal versuchen, ob du das hier jetzt noch fertig machen kannst. Ich weiß, du hast eigentlich noch gar keine Begabung in dieser Hinsicht, aber unseren Katzen geht's ja gut, ja. Sehr gut. Wer läuft da so spannendes rum? Wer bist du? Paka Ua. Wäre natürlich auch witzig, wenn wir den als Vater nehmen und dann so dann nach Sulani gehen, von heiß ins Kalte, weil der lebt ja in Sulani, glaube ich, soweit ich das weiß. Oh, die Katze geht auch einmal aufs Töpfchen. Achso, ist Baby Mobili hinzufügen. Dann hätten wir halt so einen Grund, warum wir nach Sulani gehen. Hä? Ich hab dir doch gesagt, du sollst schlafen. Du kannst jetzt noch nicht Skifahren gehen. Du kannst frühestens Skifahren gehen, wenn dein Kind groß genug dazu ist. Dass ich schon wieder Skifahren gehen. Nee, jetzt wird es Snowboarden gehen. Kannst ja vielleicht. Das Maskottchen unterwegs. Wahrscheinlich nur unterwegs, wenn diese Feste sind, oder? Du kannst ja hier mal mit dem Ding ein Selfie machen. Vielleicht gilt das ja auch. Ich weiß nicht, ob. Oder ob muss sie mit dieser Figur machen. Und wenn wir dann schon gerade hier unterwegs sind, kann sie ja nochmal so eine Simi-Kapsel kaufen. Die Kleine schläft ja gerade. Unverantwortlich, das Kind alleine zu Hause zu lassen. Aber gut. Sie hat ein Selfie gemacht. Es hat aber nicht gegalten. Dann kommt sie danach wieder nach Hause. Hier hingehen. Bruder Jakob, Bruder Jakob, lebst du noch? Sie hat so viel Gruß in ihrem Inventar. Eigentlich müssten wir mal da ein paar Sachen raussortieren. Ja. Was hat sie jetzt für eine Kapsel? Was ist jetzt mit der Kapsel? Achso, sie hat nochmal dieselbe gekriegt. Wir können ja mal gucken, ob wir noch einen Zaubertrank lernen, solange die kleine Maus noch schläft. Experimentieren. So viel dazu. Schon ist die kleine Mausi wach.
Und dann gehen wir sie jetzt einmal wickeln. Vielleicht wickelst du sie ja jetzt. Richtig. Geh sie bitte wickeln. Ich finde ja dieses Zeichen voll cool, was da kam. Jetzt wickelst du sie sehr schön. Ich würde sagen, danach. So. Tust du sie noch stillen? Dann redest du mal mit Lilly. Was macht sie jetzt? Sie sollte sie doch stillen. Keine Ahnung, was die Mami gemacht hat. Okay, die Kleine möchte scheinbar mit der Flasche gefüttert werden. Kimba Darfi. Brabna Gweevi. Bazoo. Inja Inja. Jombi. Und dann können wir ja nochmal das mit dem Nickerchen machen. Lilly ein Nickerchen machen lassen. Tip Tip. Schwabi Frong Vanage. Was ist das jetzt hier? Das sollte besser nicht näher beschrieben werden. Manche Dinge sind einfach zu ekelhaft, um sie zu erklären. Ja. Du, Freund Nase da hinten, nicht an den Möbeln kratzen. Oh, Mukul. Gedna. Sie hat einen Riesenspaß mit einem unglaublichen Sim. Oh. Oh, Limla. Limla Penosa. Kudlu. Wieso will sie jetzt ins Bett legen? Sie soll doch Lee in den Armen eine Gleiche machen lassen. Gut. Wir können ja jetzt nebenbei Bruder Jakob laufen lassen. Du bist tot. Das ist der Vater von Lilly. Oh. In dem Fall bringen wir sie ins Bettchen. Und dann machst du hier noch Bruder Jakob an. Und tust ihr einen gute Nachtkuss geben und eine gute Nacht und legst sie ins Schlafen. Ah ja, immerhin hat Taco gelernt, keine Möbel mehr zu kratzen. Was macht sie denn jetzt? Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. Jetzt können wir vielleicht auch ein Nickerchen machen. Ein Nickerchen machen. Oh.
du. So. Am helligen Tag schlafen wir halt jetzt mal die ganze Nacht. So. Du kannst hier mal die Babyflasche aufräumen. Dann brauchst du Spaß. Spaß. Du kannst ja dann vielleicht hier mal Gesicht lecken lassen. Mit deiner Katze reden. Mit Laserpointer spielen. Jetzt sehen die Pflanzen wieder besser aus. In den Schlaf gelullt. Hm. Plus 10.000. Ich glaube, wenn die Kleine doch jetzt so lange schläft, könnten wir auch den Ben mal einladen. Nochmal. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Vielleicht kommt er ja vorbei. Du willst ja eh jemanden einladen. Und sie möchte auch mit Ben plaudern. Also von dem her, und wenn die Kleine gerade eh so lange schläft, könnten wir das ja mal noch machen. Ben Braun wird gleich da sein. Da ist Ben Braun. Was auch immer du gerade vorhast, vertreib den guten Herrn nicht gleich. Umarm ihn. Ich glaube, das haben wir ihn schon mal gefragt, ob er Single ist. Wir schwärmen von Interessen. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Aber... Hä? Ah. Suji de Stuteng. Yebu! Wir sagen ihm mal, dass wir ja schon ein Kind haben. Wir schmeicheln ihm. Geben ihm Zuspruch. Und reden über den Frost. Ist der auch ein Magier? Weil wir so viel magische Sachen mit dem reden können? Oder können wir diese magischen Sachen allgemein mit Sims reden? Wir machen mal eine tiefgründige Unterhaltung. Willst du eine Geschichte erzählen? Aber warte mal, können wir nicht Magie? Der scheint tatsächlich auch ein Magier zu sein. Wie, welch Ironie. Nicht, dass der uns hinterher spioniert, weil wir Simon nicht getötet haben, weil Simon leider tragischerweise gestorben ist. Also Simon, müsst ihr wissen, das ursprünglich wollte ich ja im Reich der Magie ein Let's Play machen. Und das hat aber nicht ganz so gut geklappt, deswegen starten wir jetzt hier in der Schneewelt. Und dort ist Lilly eben entstanden. Und der Vater Simon ist eben gestorben. Und das ist so halt Teil der Challenge, weil sie hat eben dem Caleb, der ist gestorben, und dem hat sie ein neues Leben geschenkt und ist jetzt dadurch verflucht, dass sie immer, wenn sie eine neue Beziehung eingeht, der Mann wieder sterben wird. Und es ist ironisch, dass sie jetzt in einer anderen Welt ist und ausgerechnet da wieder so einen Zauberer auftaucht. Weil ich wusste wirklich nicht, dass der ein Zauberer ist. Ja, sie kann gern lustige Sims mögen. Sie kann ja jetzt mal noch ein bisschen mit ihm flirten. Vielleicht ein bisschen über Kochen reden. Ich möchte 8 Stunden draußen bleiben. Was ist das hier? Eine Beziehung eingehen. Dann soll sie jetzt mal hier ein bisschen... Wozu fühlt er sich nicht bereit? Man weiß es nicht. Noch nie mein Kompliment. Von mir aus. Wir wissen nicht, ob er unseren Ex-Verliebten kennt. Oh!
Wir sind gut miteinander dingsen. Eigentlich habe ich ja gesagt, wenn die gut zusammenpassen, dann wird daraus nichts. Aber wir haben jetzt halt schon eine Liebesleiste ein bisschen. Deswegen wird er halt trotzdem... Aber dann könnten wir auch vielleicht sagen, da die gut zusammenpassen, dass sie ihn vielleicht wirklich heiratet. Und dass er vielleicht doch kein Verräter ist. Oder aber er passt so gut zu ihr, um sie auszuspionieren. Oh, unser Baby ist wach. Oh, oh. Und hat Hunger. Und sie wollte ja eine Flasche das letzte Mal. Dann füttern wir sie wieder mit der Flasche. Hör mal auf, mit ihm rumzumächteln. Aber können wir ja auch sagen, dass zum Beispiel, wenn sie gut zusammenpassen, dass sie die Männer dann heiratet. Und wenn die Männer nicht gut zu ihr passen, dann heiratet sie sie nicht. Weil das ist ja nicht Teil der Challenge, dass sie sie zwangsweise heiraten muss. Was macht sie denn? Du sollst die Kleine füttern. Los! Achso, du wartest, bis sie aufhört zu weinen. Was können wir uns ja auch immer noch überlegen oder so auch ein bisschen spontan machen, je nachdem. Ach, jetzt willst du nicht. Oh, er möchte schon gleich eine feste Beziehung und sie will ja auch eine feste Beziehung. Jetzt geht's hier aber flott. Na toll, jetzt haben wir ein Kind, das wählerisch beim Essen ist. Hat sie immer noch Hunger? Ja. Du gehst mal bitte die Kleine, dann still sie mal vor dem Typen. Stopp! Geh sie stillen. Geh die Kleine stillen. Könnten wir jetzt theoretisch mit ihm schon... Nee. Ein Baby machen. Ist das Caleb? Was macht er da hinten? Man weiß es nicht. Wir kriegen nichts davon mit, dass er ein bisschen gaga ist. Ah, da, jetzt ist Caleb da. Hi, Kaylee. Wir setzen Lilly dann hier mal ab. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen zu ihm hin. Hauchen ihm einen Kuss. Versuchen ihn zu verführen. Wir reden mit ihm mal darüber, ob er sich vorstellen kann zu heiraten. Sie spielt hier noch ein bisschen mit dem Spielzeug und sieht sich das Spielzeug an. Ah, wir hatten noch gar keinen ersten Kuss. Dann küssen wir uns. Sind verführerisch. Oh, mit all ihrer Kraft ist es Lilly gelungen, zum ersten Mal etwas zu greifen. Sehr schön. Oh, nee. Oh. Ich würde sagen, mir geht's auch manchmal so gut. Jetzt können wir ein Techtelmächte mit ihr haben. Ich glaube, sie macht ihm noch keinen Heiratsantrag. Aber die beiden machen jetzt noch ein kleines bisschen. Macht sie schon wieder so eine unbehagliche. Oh, Bellino! Hä? Nee, sie macht jetzt noch kein Baby mit dem Ben. Sie schickt ihn jetzt nach Hause. Wir wollen sie ja nicht gleich übertreiben. Und ich würde jetzt hier auch den Part dann beenden. Ich würde dann wieder ihre Bedürfnisse für den nächsten Part soweit fertig machen. Und auch von der Kleinen, dass die halt demnächst wieder schläft und ausgeschlafen ist. Und wird dann eben im nächsten Part dann schauen, wie es weitergeht mit ihr und Ben. Ich weiß noch nicht so genau, in welche Richtung das laufen wird. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob Ben eher es wirklich ernst mit ihr meint
Oder ob er so von der Zauberwelt geschickt wurde und Luna ausspionieren soll, weil die Zauberwelt misstrauisch ist, warum der Simon auf einmal tot ist. Und ob er deshalb auch vielleicht so angeblich so gut zu ihr passt. Aber auf jeden Fall denke ich, werden die beiden dann auch vielleicht heiraten. Und ich weiß aber auch noch nicht, wie er dann auf tragische Weise verunglückt. Ich weiß auch noch nicht, wie es laufen wird. Ob er diesmal relativ am Anfang von uns geht. Dass wir praktisch dann gleich noch das zweite Kind haben. Und dann praktisch eine Zeit lang ja keine Kinder mehr kriegen, weil wir ja dann hier in dieser Welt praktisch unser Kind haben. Und wir wollen ja auch die Fähigkeiten noch erwerben und uns anschauen, was man hier so alles machen kann. Und dadurch vielleicht eine Zeit lang dann kein weiteres Kind mehr bekommen und erstmal hier eben uns die Welt anschauen, beziehungsweise vielleicht nochmal irgendwann dann das Wissenschaftler-Baby bekommen oder wie wir es genau machen werden. Ich finde es halt immer cool, wenn sich das dann so mit der Zeit entwickelt und man nicht so einen vorgeschriebenen Pfad hat, sondern wir einfach dann gucken, wie es mit Luna und ihrem Kind weitergeht, ob die beiden, ob die beiden sehr gut harmonieren oder nicht, wie das dann mit dem Ben ist, wie da das weiterläuft, wie schnell die beiden heiraten und ein Kind kriegen und ob die vielleicht sogar noch eine Zeit lang zusammenleben, bevor der Ben dann stirbt. Ich finde das auch immer auf der einen Art auch cool, wenn man das so ein bisschen zufällig hat. Aber ich fände es auch, glaube ich, witzig irgendwie, wenn es tatsächlich so ist, dass dieser Ben so ein kleiner Spion ist und unserer Familie so ein bisschen nachstellt und die Luna das dann halt herausfindet und er dann vielleicht auch mit ein bisschen Absicht von ihr stirbt und sie dann aber im Nachhinein total traurig ist, weil es halt keine Absicht, also indirekte Absicht war oder sie sich noch nicht so klar war über die Konsequenzen, die das Ganze hat. Aber das schauen wir dann einfach, wie es in den nächsten Parts weitergeht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao!